Hallo zum 28. Videochat. So viele haben wir jetzt schon gemacht. Und zwar heute zum Thema Coden, Lernen und soziale Projekte. Und ich habe zwei sehr spannende Gäste für euch am Start. Und zwar die Yuka. Hi, ich bin Yuka. Ich bin Organisatorin von Jugendtakt Süd. Und ich möchte euch heute erzählen, wie man so mit dem Programmieren einsteigen kann, wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Ja, yeah, und da ist sie eine richtige Expertin, war gerade sogar in Korea. So weit kommt man mit Programmieren, anderen zeigen und einsteigen und so weiter. Und wen ich noch am Start habe, ist der Björn. Hi, ja, ich bin Björn, Projektmacher bei ThinkBig, hab da ein Projekt umgesetzt, natürlich mit Coden, und würde das euch dann gleich auch mal zeigen. Sehr cool, wunderbar. Okay, dann nochmal ganz kurz zu ThinkBig. ThinkBig ist ein Förderprogramm von der Fundación Telefonica und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung gemeinsam mit O2, und die unterstützen alle möglichen Projekte. Das heißt, wenn ihr irgendeine Idee habt, wie ihr die Welt ein bisschen besser machen könnt, dann könnt ihr da was beantragen und kriegt da Support in vielen Dingen. Und gerade wenn es um technischen Support geht, dann kommt ihr bei uns raus. Wir sind nämlich die Digitalwerkstatt von ThinkBig. Das heißt, macht ihr irgendwie so Projekte mit Coding oder Film oder YouTube oder irgendwas mit einem Event, den ihr live streamen wollt oder sowas. Livestream ist das, was wir hier eben auch machen, was wir natürlich dann irgendwie auch irgendwie ausprobieren. Und dann können wir euch einfach beraten und euch helfen. Und was wir eben auch machen, sind diese Videochats. Das heißt, dass wir uns ein Thema nehmen, so wie heute Coden lernen. Und da steige ich auch gleich ein und frage gleich die Yuka, wie man damit anfangen kann. Und wenn ihr Fragen habt während dem Videochat, ist es ganz wichtig, dass ihr einfach auf Facebook unten was reinschreibt und einen Kommentar macht. Dann wird auch die Sophia, die mich hier unterstützt, das dann mir weitertragen, und dann kriege ich das mit und wir können direkt hier drauf eingehen. Okay? Also bei Fragen so oder einfach, genau. Schaut mal. Ich bin gespannt, um was kommt. Okay. Und wir legen gleich los. So, Yuka. Du warst gerade in Korea. Warum? Ja, genau. Ganz tolle Sache. Und zwar haben wir mit dem Goethe-Institut zusammen eine Art Schüleraustausch gemacht. Und zwar zum Thema vernetzte Welten. Wir haben durften 10 Teilnehmer von unseren bisherigen Jugendtakt-Events mitbringen und haben dort in Südkorea koreanische Jugendliche getroffen, die vor allen Dingen schon Deutsch gelernt haben. Nicht alle hatten schon programmiert, also tatsächlich eher technisch vielleicht eher Anfänger. Und gemeinsam mit denen haben wir ein Wochenende lang uns, am Anfang kennengelernt und dann zusammen Projekte ausgedacht und Brainstorming gestartet und haben dann in quasi 1,5 Tagen Programmierprojekte umgesetzt, die mit dem Thema zu tun haben, wie könnte der Schüleraustausch der Zukunft aussehen. Okay, also gleich ganz praktisch das, was ihr selber in dem Moment auch gemacht habt. Und du bist gerade wieder zurückgekommen und du hast schon ziemlich viel mit dem Thema gearbeitet, wie man anderen Leuten praktisch den Einstieg ins Programmieren erleichtern kann, oder? Genau, ja. Also ich habe tatsächlich schon Kurse für Grundschulkinder gemacht, wo wir anfangen mit Stift und Papier zu programmieren. Und also da geht es vor allen Dingen auch ganz viel um Spaß dabei haben. Also das ist keine super ernste Sache, und ich würde mich freuen, wenn jemand von euch Lust hat, auch mal mit dem Programmieren zu starten. Dann fangen wir doch damit einfach mal gleich an. Wie kann man denn gut ins Programmieren einsteigen? Also ich weiß selber auch von mir, also von meiner frühen Zeit, ich habe ganz gerne Computerspiele gespielt, und weil ich einfach den Computer starten musste und machen musste, dass das Computerspiel funktioniert, habe ich so ein bisschen was mitbekommen. Damals war das ja teilweise noch ein bisschen komplizierter, als es irgendwie heute ist. Es war noch, sie wären 60, langes her. Und die Sache ist heute jetzt gerade mit Apps oder so, ist es nicht mehr so schwer. Auf der anderen Seite sehe ich auch, das habe ich auch in mir selber gesehen, dass einfach viele Leute irgendwie Angst davor haben, vor dem Programmieren. Warum? Hast du eine Idee? Oder kann man das irgendwie abbauen? Oder kann man da irgendwie schauen, dass man den Leuten da einfach auch gedanklich schon den Einstieg ein bisschen erleichtert?
Ja, also ich finde, das ist auch schwieriger geworden. Also, na, einerseits schön, weil gerade mit dem Smartphone und so Apps starten, das ist immer einfacher geworden und deswegen ja auch einfacher für viele Menschen, die vorher diesen technischen Zugang gar nicht haben. Also viel früher ein Computerspiel starten, das hat, glaube ich, meine Oma zum Beispiel eher überfordert. Aber mittlerweile hat sie auch ein Smartphone und kann das bedienen. Aber das ist ja das Spannende daran, sich so ein bisschen mit Programmierung zu beschäftigen, dass es gar nicht darum geht, großartig, ich will das jetzt unbedingt beruflich machen oder studieren, sondern dass einem auch ein kleiner Einblick so ein bisschen zeigt, wie es funktioniert das dann eigentlich intern. Also wie macht man das dann, wenn ich eine App auf dem Smartphone starte? Was steckt denn dahinter? Also so ein bisschen dieses Technikverständnis. Ich glaube, das bringt einem ganz viel. Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten zu programmieren. Zum einen natürlich solche Apps programmieren, aber zum anderen natürlich solche Webseiten bauen oder Sachen generell im Browser, die dann auch mobil abrufbar sind, oder auch ganz andere einzelne Programme, die textbasiert funktionieren. Und ja, was ich euch heute zeigen möchte, ist der MIT App Inventor. Das ist eine einfache Möglichkeit, wie man ohne großartig eine Programmiersprache überhaupt zu lernen, damit starten kann, sich Apps selber zu programmieren. Dann sag doch mal her. Wie geht das denn? Ja. Also. So, jetzt seht ihr mein Bildschirm. ich habe jetzt hier schon mal aufgemacht. Ja, jetzt seht ihr euch nicht mehr selber. Okay. Jetzt sehen wir es nicht mehr selber. Wunderbar. Ja, richtig. Also, das ist hier eine Oberfläche. Ich starte mal ganz kurz ein neues Projekt. Oder ich nehme einfach das hier. Also, so startet man. In der Mitte seht ihr das, was ihr nachher auch auf eurem Smartphone-Bildschirm seht, was diese App ist. Im Moment kann die noch einfach gar nichts, einen weißen Bildschirm anzeigen. Dann auf der linken Seite seht ihr, was ihr hier alles für Sachen einsetzen könnt. Das ist einmal das User Interface, heißt also die Oberfläche, die ihr nachher auch seht. Also ich kann hier Buttons einbauen, ich kann Bilder einbauen. Und da gibt es aber noch viel mehr. Und was ich jetzt mit euch machen möchte, ist eine kleine App, die den wunderbaren Beschleunigungssensor an eurem Handy benutzt. Weil das Tolle an so einem Smartphone ist, da sind ganz viele Sensoren eingebaut. Also gerade hier sehen wir jetzt hier Orientation-Sensor. Ihr kennt das ja, wenn ihr das Smartphone dreht, dann dreht sich der Bildschirm mit und dafür braucht es den Sensor, das sagt, naja, in welcher Richtung bewege ich mich eigentlich gerade. Und dieser Geschwindigkeitssensor, den kann ich jetzt benutzen, indem ich ihn einfach hier reinziehe. Zack. Aber da der nicht auf dem Bildschirm erscheint, ist das dann hier unten. Da steht, Dinge, die ich nicht sehen kann, sind hier mein Beschleunigungssensor. Und wenn ich den jetzt programmieren will, dann gehe ich hier Kannst du von es gerade dem mal unten Design. zeigen, wo der da zu sehen ist? Weil es Genau, hat bei mir jetzt zumindest gerade mal den Bildschirm kurz. gerade nicht aktualisiert. Du hast es jetzt raufgezogen und dann siehst du darunter, ah, da siehst du jetzt hier Akzelerometer Sensor 1. Ah, okay, ich habe mit der Maus nochmal drauf Genau. gezeigt. Das ist praktisch non-visible, das heißt, es ist nicht sichtbar. Man sieht natürlich ja auch nicht im Handybildschirm, dass irgendwo im Hintergrund der Akzelerometer, irgendwie das Bewegungssensor-Ding irgendwie arbeitet. Das ist unsichtbar und es ist dann hier auch unsichtbar. Okay? Genau, richtig. Und wenn ich jetzt dahinter programmieren möchte mit dem, dann gehe ich hier von dem Designer auf Blocks und habe hier meine Programmieroberfläche. Und das Tolle, das ist eine grafische Programmiersprache. Das heißt, ich muss mir gar keine Befehle merken und gar nichts schreiben, sondern ich kann jetzt sagen, ich nehme hier meinen Sensor und dann macht er mir schon Vorschläge. Und jetzt nehme ich diesen Block hier und zwar, wenn dieser Beschleunigungssensor geschüttelt wird, also hier Shaking,
Genau, dann ziehe ich das hier herein. Und ja, was wollen wir dann tun? Wir wollen die Hintergrundfarbe von der App einfach ändern. Und das kann ich dann hier machen. Also ich habe hier den Screen 1. Haben wir ja vorhin schon gesehen, das war einfach nur dieses leere Startding. Der heißt eben Screen 1 am Also der Anfang. Bildschirm 1 praktisch. Screen. Genau. Und also ich kann hier verschiedene Sachen aussuchen. Jetzt gucken wir mal. Genau, da habe ich das richtige Puzzleteil gefunden. Das ist nämlich, oh, verzeihen, dieses hier. Genau, das ist nämlich die Hintergrundfarbe, also Background Color. Und die möchte ich verändern. Deswegen sage ich jetzt hier, ich nehme Set Screen 1 Background Color 2, also setze eine neue Hintergrundfarbe. Genau. Und das Und Ding was wollen passt wir dann genau ändern? da rein praktisch und hat da so Genau, Ausformungen, jetzt ja. hier am Ende oder unten, Also ich dass kann das nur hier da so das auch reinpasst. puzzleteilmäßig zusammenklicken. Aha. Und was wir jetzt brauchen, ist eine Farbe. Und Farben werden als Zeilen dargestellt beim Programmieren. Kennt man vielleicht schon, falls ihr in der Schule oder so mal mit Bildbearbeitung programmiert, sage ich schon, ja, wenn ihr damit gearbeitet habt, dass Farben eben als Zahlen dargestellt werden. Und aber auch da können wir jetzt einfach schon hier unter Colors uns was vorauswählen. Also ich könnte natürlich einfach sagen, naja, es soll grün werden. Aber man kann das auch so zusammensetzen. Hier mit Make Color kann ich mir eben so eine Farbe zusammenbauen, die verschiedene Werte hier hat. Ja, aber jetzt, damit es nicht so lange dauert, nehmen wir jetzt einfach mal grün. Schönes Grün. So, ja, wunderbar. Und ja, eigentlich ist mein Programm jetzt schon fertig. Das macht ja auch noch nicht so viel. Okay. Okay, du hast jetzt Und schon was, praktisch schon ein kleines Programm gebaut. genau, ja. Und damit man das auch ausprobieren kann, kann man hier, das ist das Tolle am App Inventor, man kann das mit dem eigenen Android-Smartphone, also wenn man ein Android-Smartphone hat, was ja auch viele zutrifft, kann man das ausprobieren. Und zwar, indem man hier auf Build, also dann quasi so Veröffentlichen der App, geht und kann sich einen QR-Code erstellen lassen. Braucht ein bisschen, deswegen zeige ich euch noch zwischendrin was anderes. Schade, das geht nicht. Ja, aber genau, ich wollte nämlich noch sagen, dass man, wenn man einfach nur nach App Inventor sucht, dann findet man eben auch die Seite, wo ganz viele Ressourcen hier sind. Und wenn man da auf Tutorials geht, dann kommt diese Seite, wo es auch ganz viele Anfänger-Tutorials gibt. Weil ihr habt schon gesehen, diese Oberfläche, also das Programmieren ist zwar nicht so schwer, aber es gibt ganz viele Optionen und so, ja, viele Sensoren und Sachen. Das hilft schon am Anfang, wenn man so ein bisschen eine Anleitung hat, wie man das Schritt für Schritt macht. Und da gibt es ganz viele YouTube-Videos oder auch Textanleitungen. Und die kann man sich auf dieser Seite anschauen und das nebenbei hier machen. Also hier, mein Favorite ist ja zum Beispiel hier dieses, dass man ein Foto von sich aufnimmt und dann Sachen reinmalen kann und so. Also das kennt ihr bestimmt auch von einigen Apps, wo man das machen kann. Und das kann man sich dann eben selber bauen. So, Okay. jetzt sind wir fertig mit dem App veröffentlichen und jetzt zeigst du mir einfach nur einen Barcode an und das total coole ist, ich kann jetzt mit meinem Smartphone, mit einem Barcode-Scanner, also muss ich noch installieren, da gibt es ganz viele im Play Store, kann ich einfach diesen Barcode scannen und dann mit dem Link die App installieren und das direkt auf meinem Smartphone ausprobieren. Okay. Genau. So fix geht das. Ja. Und ja, also das ist jetzt der MIT App Inventor. Das ist, soweit ich weiß, irgendwie Open Source, oder? Das kostet jetzt nichts. Ja, genau, das ist komplett kostenlos. Man kann sich dort einfach registrieren. Also wir machen das zwar mit einem Google-Konto, aber man kann sich ja auch extra nur dafür eines anlegen und hat dann seinen Account.
und hat auch verschiedene Projekte, also wieder editieren kann und so. Also das tatsächlich das Einzige, was vielleicht ein kleiner Nachteil ist, dass man nicht gemeinsam an Projekten arbeiten kann, sondern immer nur auf einem Account. Aber das ist wirklich eine total tolle Möglichkeit anzufangen und sich da tolle Apps zusammenzuklicken. Das Schöne daran finde ich auch, dass wenn man sich da praktisch was zusammenklickt, dass man das dann wirklich auf dem eigenen Handy ausprobieren kann und dann einfach genau da gucken kann, wie das aussieht und probieren kann und natürlich auch anderen Leuten zeigen kann. Ja, dass da doch irgendwie nicht so im eigenen stillen Kämmerlein ist, sondern einfach direkt dann dabei, yo, ich habe da irgendwie Ja. eine Anwendung mitgebaut. Ich glaube, du hattest auch noch irgendwie ein, zwei andere Möglichkeiten, wie man ganz gut ins Programmieren einsteigen kann. Ja, genau. Vielleicht noch ganz kurz. Ich glaube, Ja. der Björn, der hat, als ich das gezeigt habe, den QR-Code gescannt. Oh. Und da Installiert. kann Ja. der jetzt das Programm sehen. Zeig mal. Cool. Genau. Zeig noch mal. Der Screen 1 weiß. Aha. Und sobald man schüttelt, wird's grün. Wow, es wird grün. Es Cool. wird grün. Mann, kannst du noch mal kurz, hast du es noch offen? Kannst du es noch mal zeigen? Ja. Entschuldigung, das Programm, die Yuka. Ich zeige einfach mal unterstützend. Genau, du lässt es mal öfter mal grün werden. Ah, okay, muss es nochmal laden. Also, hier sieht man, dass man für einfache Möglichkeiten, Sachen, wenn man gleich was erreichen will, sowas mega Einfaches machen kann. Also, wenn wenn dieser Sensor, der Accelerometer, shaking heißt wackeln, wenn der wackelt, dann also dann soll der tun, ersetzt den Screen 1, also den Bildschirm, auf die Hintergrundfarbe Background Color grün. Im gewissen Sinne ist es ja auch ein Satz. Also wenn der Sensor merkt, dass es wackelt, dann setzt er das erste Bild, also setzt er den Bildschirm auf die Hintergrundfarbe grün. Und das ist auch so eine Sache, die mir immer wieder beim Programmieren selber auffällt, also und die ich auch oft ganz gerne Leuten sage, die irgendwie Angst vor dem Programmieren haben, ist, dass das, was wir selber tun, wir sprechen. Wir haben eine gewisse Grammatik. Und das ist auch das, was Computer machen oder verstehen, dass wir sie eben programmieren, dass wir ihnen eben sprachliche Befehle geben. Nur sind die sprachlichen Befehle, die wir ihnen geben, wenn, dann, sind meistens ganz, ganz nach einer ganz, ganz spezifischen Grammatik. Das heißt also, wenn ich als Mensch einen Satz sage und dann zwischendurch ein bisschen Pause mache und dann nochmal ein Komma und dann irgendwie und so weiter, dann versteht ihr mich trotzdem. Der Computer nicht. Dem Computer müsst ihr ganz genau die Anweisungen geben, die er auch erwartet, weil der das nicht so gut interpretieren kann. Also so mache ich es mir oft verständlich. Und schlussendlich ist es aber einfach eine Sprache. Es ist eine Sprache, die man lernt. Genauso wie die Leute, die hier zuhören, hoffentlich alle gut die deutsche Sprache gelernt haben und sich darum gut verständigen können. Und wenn man ein paar Wörter kennt und so, kann man schon mal einige Sachen machen. Juliane, glaubst du, das kann man so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also das, deswegen heißt es ja auch. So, und jetzt hören wir gerade Juliane nicht. Das liegt vielleicht daran, weil wir heute einen ziemlichen Workaround haben. Nämlich Juliane arbeitet mit einem Linux-Laptop und der Linux-Laptop, der hatte Probleme mit dem Mikro. Und deswegen seht ihr auch vielleicht hier im Videochat, dass zum einen sie einmal hier zu sehen ist und zum anderen hier auch nochmal Audio-Only steht. Und das heißt, dass ihr Handy kommt Ton. Und ich vermute, dass jetzt gerade deswegen wir gerade ein Tonproblem haben. Juliane, Yuka, bist du noch da? Ich kann dich leider gerade nicht hören. Ich hoffe, du hörst mich. Ich probiere mal ganz kurz hier den. Ja, ich kann dein Mikro gar nicht anmachen. Okay, ich hoffe mal, Yuka kriegt es hin und kann wieder ihren Ton aktivieren. Vielleicht muss sie dann auch mit ihrem Handy einfach mal kurz nochmal rausgehen, nochmal reingehen. Das ist genau das, was sie gerade macht. Das ist das Tolle an Yuka, die hat sehr viele eigene Ideen. Von ihr auch war die Idee, dass wir das mit dem Handy so machen. Ich vermute, sie kommt gleich wieder. Währenddessen frage ich gleich mal an meine Kollegin Sophia. Sophia, sind denn schon irgendwelche Fragen gekommen? Hast du schon irgendwas mitbekommen?
Es sieht so aus, dass eher nicht. Ich schaue auch mal selber nach. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass unser Beitrag schon mehrmals gepostet wurde, unter anderem auch von Daniel Seitz, der auch mit der Digitalwerkstatt zu tun hat. Dankeschön, Daniel, und auch allen anderen, die es getan haben. Und nein, bist du noch nicht. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr immer unten was reinposten in diese Kommentare und wir gehen dann drauf ein. Während Yuka anscheinend gerade noch kämpft mit ihrem Handy, das hoffentlich nicht leer gegangen ist oder sowas, wenn es leer gegangen sein sollte, würde ich sie bitten, dass sie mir eine. Dass die dass sie einfach mal guckt, dass sie mir ein Zeichen gibt über den Chat und dann würde ich dann würde sie einfach einen Ton anmachen, dann hätten wir einen schlechteren Ton, aber so wird es ja auch gehen. Und währenddessen kommen wir zu unserem zweiten Gast heute, und zwar dem Björn. Der Björn hat eben auch schon ein Think Big Projekt gemacht und ja, Björn, sag doch erstmal kurz was zu seinem Projekt. Was machst du da? Ja, ich fange mal gerade ganz von vorne an, weil ich komme auch aus der Jugend-Act-Ecke und bin dadurch zu Think Big gekommen, um das Ganze jetzt mal abzugrenzen. Also bei Jugend-Act trifft man die coolen Leute, während man bei Think Big quasi die Unterstützung erfährt, das Ganze dann auch umzusetzen. Und ja, ich war da bei Think Big, habe da ein Projekt umgesetzt, und zwar den sogenannten Study Organizer. Da ging es dann auch, da haben wir zusammen ein Projekt gecodet, haben auch uns viel Gedanken darum gemacht, wie kann man denn den Schulalltag besser organisieren, wie kann man Schüler vernetzen, wie kann man das Ganze darstellen und einfach dann Leuten damit helfen und vor allem uns selber, weil zum Beispiel ich bin auch noch Schüler, zwar mittlerweile der 13. Klasse, aber ja, das Ganze ist auch zum Selbstzweck entstanden. Und die Software, ja, ist halt eine Lernplattform, die ist per ThinkPic entstanden. Da gab es dann Unterstützung. Man hatte zum Beispiel einen Paten bei O2 direkt und konnte dann darüber ja, das Projekt umsetzen. Man hat Hilfe bekommen und so weiter. Und vor allem nicht nur beim Coden durch die Digitalwerkstatt, sondern auch durch diesen, wie soll ich sagen, diesen Umsetzungsteil. Also zum Beispiel, ich habe den Business Canvas bei ThinkPic kennengelernt, dass man halt strukturiert auf dem Papier sich Gedanken bis von Ideenfindung, quasi Brainstorming, bis zur tatsächlichen Umsetzung macht. Und das war dann so ThinkPic. Also du hast praktisch, die haben dir praktisch auch ein bisschen organisatorische Hilfe gegeben, dass du mit deinen Leuten zusammen überlegen kannst, wie ihr am besten euer Projekt umsetzen könnt. Genau. Ich sag mal so, wir waren fünf, sieben Leute sogar am Anfang. Wir kamen mit der Idee zu ThinkPic. ThinkPic hat gesagt, hey, klasse, die Idee unterstützen wir. Und dann gab es zum Beispiel ein Treffen in München auch, direkt bei O2. Da hat man sich dann zusammengesetzt, hat dann quasi organisatorische, man hatte auch so ein bisschen wie so einen Schulalltag. Manche kennen das sogar als Methodentraining. Also man hatte so einen Tag, da hat man erstmal beigebracht bekommen, wie kann man seine Idee strukturieren, wie setzt man das um. Was sind vielleicht Dinge, die man beachtet, die man, ich sag mal so, wir Coder haben immer so eine eingeschränkte Sichtweise und achten immer nur auf unsere Software, aber dabei gibt es ganz viel drumherum. Und das hat man da auch so mitgegeben bekommen. Und dann wurde über den Tag sogar mit dem Paten zusammen, wurde dann wirklich Brainstorming getrieben. Und dann wurde da am Ende quasi sogar eine Roadmap erstellt und dann hat man einfach das Projekt umgesetzt. Okay, ich glaube, war ich da auch da bei diesem Kickoff in Ich München? glaube, ja. Soweit ich weiß, warst du sogar bei der Weihrauch Akademie dabei. Das ist in der Genau. Innenstadt von München. Und da hast du dir sogar, ja, du hast eine Vorstellung gemacht, was überhaupt die Digitalwerkstatt ist, was ihr macht, wie ihr helft, wie ihr uns helfen könnt in dem Fall. Ja. Und ich hoffe, wir haben auch ein klein bisschen geholfen, wobei ihr natürlich auch einfach schon technisch schon mega weit wart. Und jetzt zeigt doch mal, was habt ihr denn gemacht mit eurem Study Organizer? Ja. Ich schalte es mal auch auf meinen Screen. Ich habe jetzt eine ältere Version hier. Aber nochmal, um zu betonen, Study Organizer war sogar so gedacht, dass man das Ganze, dass das Ganze sogar als Einstiegsprojekt, also der Code ist Open Source, vielleicht sage ich das nochmal vorweg. Ihr könnt auf GitHub einfach gehen, Study Organizer eintippen und alles, was wir gemacht haben, ist dort öffentlich verfügbar. Also ihr könnt euch das angucken. Wie haben wir Sachen umgesetzt und so weiter. Ihr könnt sogar mithelfen, nur so vorweg. Also da ist alles offen. Ich sage da noch Und mal jetzt. kurz was dazu. Also GitHub ist eine Webseite, bei der Leute, die was programmieren oder ein Projekt machen, ihre Sachen hinschicken, wenn sie Open Source arbeiten. Ist vor allem Nicht für nur Open Open Source. Source, aber nochmal um deine Erklärung zu unterstützen. Das ist quasi ein Tool, womit man ganz viele Menschen zusammenschalten kann, dass alle an einem Projekt arbeiten können, ohne dass das Chaos ausbricht. Okay, gut. Und So. Open Source nochmal heißt,
ihr programmiert was und das, was ihr programmiert habt, gebt ihr jedem. Jeder kann damit machen, im Großen und Ganzen, was er will und kann dann zum Beispiel auch sagen, okay, der Study Organizer ist ganz cool und ich nehme da jetzt einen Teil davon raus und nehme das für mein anderes Projekt und baue daraus was Neues, anderes zusammen. Stimmt das? Ja, genau. Das kommt jetzt natürlich auf die Lizenz an. Wir haben jetzt uns für die GNU Public Library, glaube ich, heißt die. Auf jeden Fall, wir haben uns für die GPL entschieden. Das ist eine sehr offene Lizenz. Also hier könnt ihr wirklich alles machen. Ihr könnt euch Teile kopieren, könnt die ergänzen, könnt die in ein Projekt einbauen. Müsst halt nur immer bedenken, hier herrscht ein Copyleft. Das heißt, wenn ihr was abgekoppelt habt, was Neues dazu programmiert habt, dann müsst ihr uns das quasi zurückgeben, so dass es die anderen auch wieder was davon haben. Aber im Grunde kann hier wirklich alles kopiert werden, es kann frei verwendet, wieder veröffentlicht werden, halt unter den genannten Bedingungen, die in der Lizenz drin stehen. Sehr schön. Okay, dann zeig mal. Ja, dann kommen wir mal zum Study Organizer selber. Das hier ist jetzt eine unfertige Version, die für unsere Schule gedacht war. Und ich logge mich jetzt hier mal ein. Also der Gedanke ist wirklich, durch Vernetzung, auch unter anderem mit Mobile Apps, das Ganze zu verknüpfen. Also wenn wir uns jetzt hier einloggen, oder ich zumindest, kommt man auf eine Startseite. Das sieht, kennt man wahrscheinlich wie von Facebook. Das heißt, man kann hier jetzt die Nachrichten teilen. Und ich bin zum Beispiel in der Oberstufe und da ist das Ganze in Kurse unterteilt. Nicht mehr klassisch in Klassen, wie ihr es wahrscheinlich noch kennt, sondern man sitzt in jedem Fach mit unterschiedlichen Leuten zusammen und hat wahrscheinlich auch in jedem Fach wieder andere Leute, die man wahrscheinlich erreichen will. Das hat bei uns damals dazu geführt, dass ja, zum Beispiel früher hatten wir einfach eine Klassengruppe. Wir waren ein Klassenverbund, jeder hatte dasselbe Fach und dann gab es aber auf WhatsApp eine Gruppe. Da hat man dann sich unterhalten, wie ihr es wahrscheinlich auch macht. Das ist beim Kurssystem ein bisschen blöd, weil da müsste man theoretisch, ich habe jetzt hier, ich meine, 12 oder 13 Kurse, das heißt, ich wäre automatisch in 13 verschiedenen WhatsApp-Gruppen und das ist natürlich blöd. Da haben wir uns gedacht, wieso nicht einfach so verknüpfen, dass ich quasi hier jetzt zum Beispiel sage, ich möchte an den Mathematik-Leistungskurs was schicken, drücke hier auf dieses Aus, ja, das ist so ein Megafon und dann kann ich automatisch was schreiben, was bei allen ankommt, die im Mathematik-Leistungskurs sind. Und ja, das soll das heißt so ein bisschen vereinfachen mit der Kommunikation. Man ist nicht in 13 verschiedenen Gruppen. Man kann sogar theoretisch die gesamte Schule anschreiben, wenn zum Beispiel ich habe meine Regenjacke verloren, hat die jemand gefunden? Solche Sachen eben. Das dient der Kommunikation. Okay, nice. So. Wir haben dann das Ganze versucht, intelligent zu gestalten. Das heißt, die Software, die soll nicht nur stupide Sachen anzeigen, sondern die soll zum Beispiel mitbekommen, wie gut bin ich in einem Fach? Das ist auch eine ganz interessante Sache. Ich habe jetzt mal zum Beispiel hier in Deutsch bin ich einigermaßen gut, während ich in Mathematik besser bin. Und das wird jetzt folgendermaßen verwendet. Die Software weiß theoretisch meinen Stundenplan. Ich habe jetzt hier noch einen alten drin. Das macht aber nichts. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel jetzt eine Klausur anlegen, eine Klassenarbeit, einen Test oder eine HÜ. Ich würde dann sagen, ich schreibe Mathematik. Binäre oder nee, Algebra, einfach Algebra. Und ja, würde hier Informationen ergänzen, was wäre relevant, was würde ich meinen Mitschülern mitgeben und so weiter. Und sagt dann, wann ich den schreibe, am besten auch in der Mathematikstunde, würde, jetzt noch ein Fenster im Weg, würde den Test hinzufügen. Und die Software merkt sich jetzt, huch, den schreibe ich ja bald. Und ich habe zwar eingegeben, dass ich gut in Mathe bin, aber es wäre in 23 Stunden nach der Zeitangabe, die ich jetzt habe. Das heißt, die Anzeige ist hier auf Rot gesprungen. Das sieht man hier. Das heißt, ich sollte schon unbedingt mit der Vorbereitung begonnen haben. Das heißt, ich sollte schon lernen, damit ich mit meinem Kenntnisstand auch eine gute Note zum Beispiel in Mathematik schreiben kann. Abgefahren. Das könnt ihr euch so vorstellen. Ich würde jetzt hier mal ein paar mehr Tests anlegen. Dann hätte ich in Französisch, wo ich ein bisschen schlechter bin. In Deutsch hätte ich noch einen Test. Und ihr kennt das ja, man hat dann so zwei Tests pro Woche. Und die Software würde mir dann durch Farben signalisieren, wann ich was anfangen soll zu lernen, damit das halt einfach besser in mein Zeitmanagement passt. Also zum Beispiel Deutsch schreibe ich erst nächste Woche. Ich wäre aber schlechter drin, dann würde ich jetzt schon damit anfangen. Die Software würde mir quasi gelb geben, dass ich jetzt schon damit anfange. Während was ich Mathematik, wenn ich das Dienstag schreibe, was ich aber besser kann, dass die Software mir da sagt, da kannst du quasi noch ein bisschen mit der Vorbereitung warten. Und das Ganze funktioniert auch mit Hausaufgaben. Okay, warte mal, ich bremse dich mal gerade ein bisschen. Ja.
Das ist voll abgefahren. Das ist, ich kann mir vorstellen, dass es echt ziemlich praktisch ist, irgendwie, wenn ich noch in der Schule wäre, würde ich sowas möglicherweise mir mal angucken und mal checken. Also das ist studyorganizer.de. Kann man das da einfach nutzen, oder wie? So jetzt leider nicht. Die Software muss quasi von jedem Schüler oder von jeder Schu auf jede Schule angepasst werden, sagen wir mal so. Weil es gibt unterschiedliche Lehrer, man hat unterschiedliche Fächerangebote und so weiter. Und da haben wir uns einfach gedacht, wir könnten zwar sowas wie Facebook machen, wo quasi jeder drauf geht, sich registriert und das war's. Das würde bei uns aber einen großen Aufwand bedeuten. Und da haben wir uns gedacht, wir sind ja eh Open Source, also stellen wir das Ganze so bereit, dass das quasi ein Schüler, der ein bisschen technisch affiner schon ist, ich meine, ihr seid hier die richtige Ansprechgruppe, ihr wollt programmieren lernen oder ihr könnt sogar schon programmieren, dann könnt ihr euch quasi den Study Organizer runterladen, auf einem eigenen Webspace installieren. Webspace ist ein Platz im Internet, wo ihr quasi Seiten drauf hosten könnt, also das, was ihr im Internet dann seht. Und da müsst ihr selber einstellen, was auf eure Schule passt. Ich schaue mal gerade, ob ich in das sogenannte Admin Center reinkomme. Das heißt mit anderen Worten, theoretisch könnten jetzt Schüler kommen und sagen, hey, ich will sowas für mich machen oder für uns, unsere Klasse oder für unseren Klassenverband machen. Und die könnten praktisch sich das dort runterladen und dann adaptieren. Also praktisch da anpassen. Das heißt, theoretisch auch eine Projektidee für Think Big, sowas einfach mal für die eigene Klasse, für die eigene Schule umzusetzen. Und dann da vielleicht noch ein bisschen Förderung und technischen Support und Kontakt auch vielleicht zu dir als quasi so Paten bekommen, der dann da unterstützt. Willst du gerade noch was dazu zeigen? Sonst würde ich dich eher noch mal fragen, wie dein eigener Einstieg ins Programmieren eigentlich stattgefunden hat. Weil ich meine, was du bist ja offensichtlich schon sehr, sehr weit. Ja, ich schließe das kurz noch damit ab, dass ich hier noch mal kurz die Admin-UI zeige, kurz. Also das hier wäre quasi die Oberfläche, die ihr sehen würdet, wenn ihr das installiert habt. Und da wird dann quasi so angelegt, da müssen die Schulen angelegt werden. Wir hatten hier sogar den Telefonica Club, das war quasi so ein Testclub, wo wir da mit unserem Partner auch ein bisschen ausprobiert haben. Und unsere eigene Schule. Und dann zum Beispiel gerade nur, um das zu konkretisieren, jede Stunde hat verschiedene Zeiten für die erste, zweite und dritte Stunde. Und das müsste dann alles hier eingegeben werden. Also nur damit ihr den Überblick habt, was überhaupt immer anders zwischen den verschiedenen Schulen ist. So. Ich beende das mal kurz. Das war so grob der Study Organizer. Vielleicht noch erwähnt, das Ganze funktioniert noch auf dem Handy, auf der Smartwatch. Ja. Man kann einen SMS-Dienst benutzen. Also man kann der, also zum Beispiel Study Organizer kann dir eine SMS schicken, wenn Mathe ansteht. Und solche Spielereien noch. Okay, abgefahren. Und jetzt die Frage nochmal quasi zurück. Wie bist du denn zum Programmieren gekommen? Und hast du vielleicht irgendwelche Tipps an andere? Also es ist schwer, bei mir einen Zeitpunkt zu sagen, da habe ich mit Programmieren angefangen. Ich sag mal so, ich hatte immer schon ein Grundinteresse am Computer. Mein Vater hat mir schon früh einen Computer ins Zimmer gestellt. Und ich sag mal so, ich bin kein Spielespieler. Das heißt, ich habe immer mit diesem Computer dann Sachen gemacht. Ich habe den angeschaltet, mir angeguckt. Aber dieses Spielefieber, was dann bei den Gleichaltrigen aufgekommen ist, hat mich nie so berührt. Also mich hat eher interessiert, wie funktioniert dieser Computer, als ich kann jetzt ein Spiel spielen, wie Mohun war damals sehr aktuell und auch mal lustig. Aber ich konnte mich nie dafür begeistern und habe halt damit angefangen, wie funktioniert der Computer? Und habe die quasi auseinandergebaut, habe mir irgendwann auf YouTube Tutorials angeguckt. Das war so 2008, 2009, da war ich 11. Da habe ich mir dann so langsam quasi die Programmierung mich reingelesen, YouTube-Videos geguckt, das Ganze nachgebastelt. Das wirkliche Verstehen kam erst später. Also ich habe am Anfang wirklich nur einfach abgetippt, was sie mir da gezeigt haben. Das waren da so Hello World. Das sind meistens die Programme, die einfach nur was anzeigen, wie Hallo Hallo Welt. Welt. Das ist Genau. so So ein ganz Running Gag unter einfache. Programmierern, dass man irgendwie das Erste, was man macht, ist erstmal, dass Genau. das Gerät einem erstmal sagt: Hallo! Hello World, ich bin da. Genau, also da habe ich ein bisschen rumexperimentiert und mit der Zeit kam irgendwann auch das Verständnis, also das, was man eigentlich macht, dieser Prozess, dass man versteht, was man eigentlich da überhaupt fabriziert. Und dann fing es halt damit an, ich habe mir dann zu Weihnachten statt einer Xbox, habe ich mir Bücher übers Programmieren gewünscht. Ich habe dann damals mit Java angefangen. Da war Java ist auch eine Insel. Das ist eigentlich relativ gut. Das Buch erschlägt einen nur am Anfang. Also das ist jetzt keine Empfehlung, aber das Buch könnt ihr euch trotzdem holen.
Und ja, das kam dann mit der Zeit, dass ich dann in die Programmierung eingestiegen bin. Ich bin dann 2013 zu JugendTech gekommen, quasi im ersten Jahr in Berlin. Und da hat man dann auch die Leute dazu getroffen und so weiter. Okay, die Ja. sozial sich dann quasi Leute kennengelernt, gemeinsam ein Projekt Genau. gestartet und so durchgestartet. Sau cool, sau Genau. cool. Also Ja, würde man so sagen, fing du das hast an. einfach angefangen. Du hast einfach rumprobiert. Ja, kann man genauso sagen. Ich habe einfach angefangen. Das hat mir später dann auch, weil ich habe wirklich Self-Learning quasi gemacht. Ich habe mir im Buch dann Sachen durchgelesen, habe das dann auch verstanden. Was aber dann witzig ist, als ich zu anderen Leuten dann kam, mit denen darüber gesprochen, dann haben die mich erstmal gefragt, worüber redest du eigentlich? Bis ich mal gemerkt habe, dass ich ungefähr 90% der Wörter falsch ausspreche, weil ich die einfach so ausspreche, wie es sie damals gelesen hat. Beispiel ist The Priest. Da haben mich immer, irgendwann hat mich mal einer gefragt, welchen Priester meinst du eigentlich? Das soll deprecated heißen. Und in der Informatik verwendet man deprecated, um was zu kennzeichnen, was veraltet ist, was nicht mehr benutzt wird. Das heißt, ist ein englisches Wort und heißt auf Deutsch heruntergekommen. Aber für mich war das damals immer The Priest, weil ich das damals so gelesen habe irgendwo. Und das war dann für mich klar, ja, The Priest ist da am Werk. Okay, Ja. also du hast hier praktisch einfach deine Hörner erworben und immer weiter wieder Genau. oder geschärft im gewissen Sinne, deine Programmierhörner. Wie war Ja. das denn bei dir, Yuka? Also tatsächlich habe ich als Jugendliche total gerne gespielt und mein Vater hatte schon früh viel mit Computern zu tun. Also der hat irgendwie so diese ganzen ersten Heim-PCs mitgemacht und macht das auch beruflich und deswegen hatte ich da schon früh ein bisschen Kontakt. Aber habe mir dann eher mit so ganz alten Systemen zu Hause total coole Banner gedruckt und da gemacht. Also das war nicht zum Programmieren. Ich bin aber über die Schiene dazu gekommen, dass ich eben gerne gespielt habe und das auch mit vielen Leuten und bin dann wirklich auf Netzwerkpartys gegangen. Also das, was man irgendwie heute zu Hause übers Internet macht, auch mit anderen Leuten spielen. Mussten wir damals natürlich irgendwie unseren Computer irgendwo hintragen und verkabeln, um dann zusammen spielen zu können. Und deswegen habe ich über diese Netzwerktechnik ein bisschen was gelernt und habe mich dann dafür entschieden, was mit Informatik zu studieren. Aber das war so eine klassische Studienentscheidung. Ja, ich denke, also das liegt mir auf jeden Fall, ohne jetzt großartig programmieren zu können, das muss man nicht. Aber es hätte auch was anderes sein können. Also da war jetzt nicht, dass ich die totale Programmiererin war und deswegen Informatik studiert habe. Ja. Okay, auch so ein bisschen reingerutscht. Jo, ich habe noch eine Frage an dich. Also vorhin haben wir uns den MIT App Inventor angeschaut. Wüsstest du noch was Leichteres, wo man noch easier einsteigen kann? Ja, total. Und zwar, es gibt die tolle Plattform code.org und ich kann die Code.org, euch auch okay. gleich mal zeigen. Das ist besonders was, wenn ihr einfach Bock habt, so ein bisschen wirklich zu spielen irgendwie. Da sind ganz viele spielerische Ansätze, die manchmal auch gar nicht jetzt so vordergründig mit Programmieren zu tun haben, sondern vielmehr ein Spiel sind. Wir haben leider insgesamt nicht mehr so viel Zeit, weil wir wollen auch nicht, dass der Videochat zu lang Okay, bleibt, aber wir werden einmal kurz dann reingucken. fasse ich mich kurz. Genau. Genau. Zeig doch mal kurz und vielleicht kann man da kurz was Ganz sehen und kurz. dann. Also ihr Power geht of auf die Code. Seite hier, genau, code.org/learn, also .org/learn. Und genau, da gibt es jetzt ganz viele bunte Sachen, die man sich angucken kann. Man kann auch hier sagen, für welches Alter, also diese Schulklassen, die sind eigentlich ähnlich zum deutschen System. Oder ob man Beginner ist oder schon mehr macht und vor allen Dingen auch, was man gerne machen will, also ob das Apps sein sollen oder für einen Computer oder so. Und also was ich zum Beispiel auch kenne, dass im Coder-Dojo, dazu sage ich gleich noch, was verwendet wird, ist das Code Combat. Das macht wohl sehr viel Spaß und damit kann man so ein bisschen coden lernen. Aber was auch eine total süße App ist, ist das Lightbot. Das habe ich auch auf dem Handy.
Und das ist, da muss man gar keinen Code schreiben oder irgendwas. Und das ist einfach ein kleines lustiges Spiel. Das kann ich sehr empfehlen. Okay. Genau, aber schaut euch einfach um. Das heißt deswegen Hour of Code, weil in den USA eine Initiative gegründet wurde, dass eben eine Stunde lang Schüler coden lernen sollen. Deswegen heißt es so. Und diese ganzen Spiele und Sachen, die gehen auch wirklich nicht so lange, eben maximal eine Stunde. Und deswegen ist es auch eine total tolle Pausenbeschäftigung, um das einfach mal auszuprobieren. Nice, nice. Und wenn ihr mehr Ressourcen noch haben wollt, die ihr coden könnt, dann kann ich euch empfehlen, auf der JudenTech-Seite haben wir eine sehr große Liste an Materialien, wie man sich das selber beibringen kann. Ich würde sagen, den Link posten wir nachher noch in der Beschreibung von dem Stream und so. Und gerade wenn ihr richtig Programmieren anfangen wollt mit so einer richtigen Sprache, dann würde ich euch sehr Python empfehlen. Also Python wie die Schlange. Die Und Python. auch dort genau die Python. Das ist eine sehr schöne Sprache, sage ich mal so, weil sie sehr intuitiv ist und auf viele unnötige Dinge verzichtet. Also zum Beispiel Java, was jetzt Björn angefangen hat, das ist viel komplizierter am Anfang. Und da gibt es hier zum Beispiel schon zwei Tutorials und eins ist sogar auf Deutsch. Genau. Ja. Also es Okay. gibt noch viel mehr, aber das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Wir posten da nochmal ein paar Links und ich werde auch nochmal die Sachen, die ihr sagt, so ein bisschen Genau. aufbereiten, damit wir dann einen Text dazu haben. Genau, dann jetzt einfach nochmal von dir, Yuka. Hast du drei kurze Tipps, wo du sagst, das ist cool, um coden zu lernen? Das ist ein guter Einstieg. Also mein erster Tipp wäre, ja, zentriert euch wirklich darauf, was euch Spaß macht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Programmieren ist viel mehr Spaß am Lösungen finden. Und man muss das gar nicht so technisch sehen und es müssen wirklich nicht alle Leute wie jetzt Björn, was natürlich total toll ist, so als Kind schon selber ganz früh anfangen und sich das mit Büchern selber beibringen, sondern man kann das auch einfach so ein bisschen nebenher machen und nimmt da auf jeden Fall was mit. Das Zweite ist, wenn man zu coden anfängt, ist es wichtig zu wissen, dass Fehler dazugehören. Also das sagt man natürlich bei jedem Ding, das man lernt, aber beim Coden ist das wirklich etwas, das auch professionelle Leute machen. Dass man was Neues ausprobiert und das dann immer wieder testen muss und dann hat es nicht funktioniert und dann verändert man was und dann testet man wieder. Das ist so ein ganz normaler Prozess, also dass man immer kleine Schritte macht und die immer testet und wieder was verändert. Also das heißt, wenn euer Programm am Anfang sofort funktioniert, das ist total normal und das ist super funktionell, das so zu machen. Und als Drittes würde ich euch eine total witzige kleine Methode mitgeben, wenn man mal vor einem Programm sitzt und es funktioniert nicht und man weiß irgendwie nicht weiter, dann gibt es das Prinzip des Rubber Duck Programmings, also quasi das Quietscheenten-Programmierung heißt das. Und das heißt, ich erzähle einfach einer Quietscheente, also jemandem etwas, das nicht antworten kann. Was ich gerade gemacht habe und während ich das erkläre in Worten, ist das häufig ein Weg, wie ich dann auf die Lösung komme, was ich, an welcher Stelle ich das falsch gedacht habe. Okay. Genau. Also du machst praktisch eine Geschichte aus deinem Code. Das heißt, du erzählst einfach, ich habe dann erst das und das und das und dann so, oh, das war vielleicht nicht so clever. Ja, es geht darum, das nicht nur zu denken, sondern es geht darum, auszusprechen, was ich gemacht habe, und das so zu strukturieren. Und das, dieses Aussprechen, das hilft, einfach das neu zu denken. Sehr schön. Cool. Okay. Ich will euch auch noch mal kurz was zeigen. Und zwar, ich guck mal gerade hier, ob ich das gerade finde, aber ich glaube, ich finde es gerade nicht. Ich werde es einfach nur gerade mal erzählen. Es gibt in München bald eine ganz schöne Veranstaltung, die sich auch mit dem Thema beschäftigt. Die heißt
Hack Your School. Und bei Hack Your School kann man sich auch, das ist auch von Leuten, die Think Big gemacht haben, Benedikt Lang und so weiter, und die haben sich überlegt, dass sie sich 27. bis 29.01., also Januar, 27. bis 19., der 1. Januar, in München treffen, auch in dieser Weihrauch Akademie, die du auch schon kennst, Björn, und da überlegen, wie man eigentlich die Schule besser machen kann, mit so ein bisschen Programmierung und auch irgendwie nicht nur Programmierung, sondern auch irgendwie so ein bisschen die Schule neu denken. Und finde, das passt irgendwie total auch irgendwie in dein Projekt irgendwie rein. Also ich werde da wohl auch da sein und werde auf jeden Fall auch mal auf Study Organizer da verweisen. Vielleicht interessiert es da jemand und jemand sagt, hey, wir wollen das irgendwie für unsere Schule irgendwie umsetzen. Das fände ich irgendwie sehr cool. Ich werde dazu auch nochmal einen Link posten, später hier auf die Think Big Seite. Und jetzt nochmal ein kurzer Hinweis praktisch zu uns. Also Think Big erreicht ihr, wenn ihr auf think-big.org geht. Und da könnt ihr eben Projekte, wie eben, was Björn auch gemacht hat, Study Organizer unterstützt bekommen. Ihr könnt da Geld bekommen, mit denen ihr Sachen umsetzen könnt. Ihr könnt dort eben Support zum Beispiel durch uns bekommen oder durch andere Leute. Und ihr habt eben auch einfach die Möglichkeit, zum Beispiel kostenlos Technik zu leihen, wenn ihr praktisch da noch irgendwie Kameras braucht oder irgendwas anderes oder irgendwas zum Livestreaming oder sowas in der Art, dann könnt ihr euch da melden. Wir haben einiges an Technik am Start. Wenn ihr ein Think Big Projekt seid, dann kriegt ihr kostenlos Technik. Und genau, schaut euch das doch einfach mal an. Und an sich, ja, kommen wir damit zum Ende. Vielen Dank doch mal, Yuka, dass du direkt aus Korea hier hergeflogen bist, um uns zu erklären, wie man gut ins Coding einsteigen kann. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an dich, Björn, dass du Zeit gefunden hast. Und ich bedanke mich nochmal vielmals bei euch, sowie auch bei Sophia, die mich hier unterstützt hat. Und ja, wünsche euch alles Gute und ja, bis zum nächsten Mal. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal bei einem ThinkPeak-Projekt. Wollt ihr noch irgendwelche, habt ihr noch letzte Worte? Also mir ist noch was eingefallen. Ja. Natürlich ist so alleine zu Hause programmieren lernen nicht ja immer so spaßig. Also das ist auch was ganz Tolles, um das mit anderen Leuten zusammenzulernen. Und es gibt da die Initiative Coder Dojo. Und das gibt es schon in vielen Städten und das sind offene Termine, wo man einfach Mentoren da sind und da kann man hinkommen und sagen, ich habe einfach Lust programmieren zu lernen und kann da ein bisschen starten und wird dabei betreut. Und also das ist kein fester Kurs und ist auch kostenlos und alles. Und das kann ich sehr empfehlen, wenn ihr Lust habt, mit anderen zu programmieren. Coder Dojo. Okay, thanks. Genau. Björn, noch ein Ja. letztes Wort? Vielleicht, ich steige nochmal kurz darauf ein, was Joko eben gesagt hat mit den Problemen, dass man am Anfang gerade wirklich viel hat, wo einfach nichts funktionieren will und man wirklich schon fast in Depressionen reinrutscht, weil irgendwas einfach nicht funktioniert. Das kann ich so bestätigen. Also, wo ich angefangen habe, da hat ungefähr die Hälfte nicht funktioniert. Dann hat man irgendwas im Internet versucht nachzubauen. So war es zumindest zu meiner Zeit, wobei ich auch diese interaktiven Lernmöglichkeiten sehr gut heiße. Das sind wirklich Top-Möglichkeiten, um da reinzufinden. Und diese Möglichkeit, jemandem davon zu erzählen, der nicht existiert, das ist echt klasse. Man erzählt einfach, man geht quasi im Kopf nochmal was hat man sich dabei gedacht? Was soll dieses Programm eigentlich tun und wieso tut es gerade nicht? Und wenn man dann meistens noch eine Nacht drüber schläft, dann am nächsten Morgen wacht man auf, natürlich. Wieso ist mir das nicht gleich eingefallen? Da fehlt dies und das, ich habe eine Variable falsch gesetzt und so weiter. Und ja. Und das sind dann halt so Sachen, wo man dann einfach sagen muss, man bleibt dran. Vielleicht schiebt man es auch mal zur Seite und sagt sich, okay, ich versuche jetzt mal was anderes. Geht quasi drumherum, macht einen Workaround, wie wir heute hier schon gesehen haben mit dem Handy. Das funktioniert ja meistens auch ganz gut. Und irgendwann kommt man dann auf die Lösung und kriegt es dann hin. Also ich hatte wirklich schon, um aus Erfahrung zu sprechen, Probleme, die haben dann 7 Monate lagen die bei mir quasi offen auf dem Tisch, weil ich einfach nicht dahinter gekommen bin. Irgendwann, ach klar, das ist doch nur diese Kleinigkeit. Also man braucht da vielleicht ein bisschen Geduld, aber wenn man Spaß daran hat, diese Probleme zu lösen, dann wird man die auch irgendwann lösen. Man muss da jetzt nicht so Hektik schieben. Man kann das wirklich mal auf die lange Schulter legen. Das ist nicht, was man dann nicht mehr lernen wird, weil man es einfach nicht hinkriegt, sondern das kommt irgendwann.
Also ganz entspannt. Und Think Big hat immer einen sehr schönen Spruch: nicht warten, starten. Und was wir jetzt machen, ist jetzt genau das Gegenteil. Wir werden jetzt enden, damit ihr die Möglichkeit habt zu starten. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal bei meinen Gästen und wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Und yeah, bis dann. Ciao. Danke.